Letztes Spiel der Saison steht an und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 21. Wir sind weiter mit der Liga dabei. Liga 3, letztes Spiel und das führt uns nach München. Ja, da steht Liga, deswegen ist es klar. Die Frage ist, wer wird der nächste... Wer wird uns in die Bundesliga folgen? Tabelle momentan... St. Pauli oder Sandhausen? Also da gibt es tatsächlich noch ein punktgleiches Fernduell. Halle wird es nicht mehr schaffen. Hansa Rostock-Haching genauso wenig. Aber wie gesagt, entweder St. Pauli oder Sandhausen. Einer von den beiden wird noch als Zweiter rutschen. Ich hoffe natürlich, dass St. Pauli mitgeht. Aber gut. Jetzt gehen wir erstmal rein ins unser Spiel. Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgaben. Ich kann natürlich vor dem großen, wichtigen Pokalfinale nochmal ein bisschen rotieren. Das heißt, ich werde auch rotieren. Zumindest so weit, wie es irgendwie möglich ist. Puna, der Bussejua, letzte Saisonspiel für ihn. Darf deswegen auch als Kapitän auflaufen, so passt mir das auch. So, Pieper. Lukas. Benitez für Del Rosso. Joe spielt für Krüger, der heute nicht mitspielen darf oder wird, aber auch nur geschont wird. Eigentlich ist es nicht so tragisch. So, mit einer Platte und da vorne. Darf auch nochmal auf der Bank sitzen. So, dann haben wir eigentlich fast alle Mannschaftsteile mal ausgetauscht. Und... Geh rein ins, wie gesagt, unser letztes Spiel. So, auf geht's. Nach München. Ich bin bei Allianz Arena sogar? Ne, ich bin mal nicht, okay. Ich wollte gerade sagen, ich bin grün in der Straße wahrscheinlich. Ihr Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Also heißt der Town Park. Heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und am heutigen Tage zeigen wir Ihnen das letzte Spiel dieser Saison. Könnte ein Riesenspiel werden. Letztes Saisonspiel also, Wolf. Das ist natürlich der Zeitpunkt, auch zurückzublicken. Ich glaube, wir haben wieder eine spektakuläre Spielzeit hinter uns. Es war sehr unterhaltsam, viele Highlights. Spielerisch eine der besten Saisons der letzten Jahre. Und ich sag dir was, heute gibt es nochmal ein klasse Spiel. Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Sie wählen ein konventionelles 4-3-3, Buschi. Eine Taktik, die ich sehr mag, führt oft zu spektakulären, torreichen Partien. So, sein letztes Saisonspiel hier vom Kapitän. Seid bewusst, habe ich jetzt mal einfach rotiert. Die heutige Aufstellung von Schalke 04. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Wohler ist gar nicht mitgereist heute. Ich denke nicht, dass Burgstaller im letzten Spiel 4 Tore oder 5 Tore schießen wird. Deswegen gehe ich mal aus, dass das so passt. Also die Mannschaft steht eigentlich soweit. Letzte Saison gespielt und dann heißt es nur noch Pokalfinale. Und deswegen schone ich auch meine Jungs, damit die einfach fürs Finale dann fit sind. Gut, auf geht's. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. So. Ja, schön. Ja, zwischen gegangen, kommt aber nicht rein. Wie soll im Hinspiel haben wir die Jungs 2-0 geschlagen. Da haben wir zwei Eckbälle, die ausgekontert. Wie das Spiel heute ausgeht, ist mir eigentlich in erster Linie egal. Natürlich will ich gewinnen, aber theoretisch wäre auch eine Niederlage egal. Aber wie gesagt, wir wollen natürlich gewinnen. Aber wichtig, dass das Spiel
das Spiel morgen, das große Pokalfinale, der große Traum ist, nächste Saison vielleicht sogar doch international spielen zu dürfen, ein bisschen Kohle dazu zu generieren. Oh, dann haben wir Sigrist, der das Ding fischt. Gute Balleroberung, was machen Sie draus? Der Jaku. Ah, das war halbherzig. Der ist ja nach Hoffenheim gewechselt in Wirklichkeit. Pipa, der das gut macht. Der den Club verlassen soll, wahrscheinlich, weil ich mit ihm eigentlich tatsächlich nicht so ganz zufrieden bin. Und jetzt der Konter über Joe, den Koreaner, dieser 16 Jahre jung. Ja. Und was macht der da? Ah, okay. Jetzt vielleicht die, die 39, das ist Martinez, das ist ein unser anderer junger Talent. Und das andere junge Talent. Eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ja. Kein Grund zur Aufregung. Ich weiß gar nicht, was war. Merjan, nehmen wir Merjan, ja. Und der die erste Chance hat, aber kein Tor. Und jetzt auch kein Abseits, ne? So nebenbei. Ja, gut. Jan Fiete ab. Ab mit dem Ballverlust der ehemalige Hamburger. Und jetzt der Konter, Boschtor. Die Chance jetzt. Ha, das hat der Verteidiger schön gedrückt. Und Tom Hoffmann, der das Ding am Ende dann. Der das Ding dann hält. Benitez. Der jetzt hinterher. Benitez heißt er nicht, Martinez. Auch so Talent aus der eigenen Jugend. Der Jaku. Der jetzt Druckmatt auf die Außen, auf der Außenbahn und dann. Aber kein Problem. Den Ball dann irgendwie noch abzufangen. Mit Auge. Abseits. Abseits. Ja, Joe, der ist versucht zumindest. 28 Minuten. Steht noch 0:0 bisher. Kühn. Jetzt mit Druck. Ja, kommt nochmal hinterher. Bossejour, der dann doch noch klärt. Gute Aktion. Nein, liebe Bayern. Es wird zwar viel für euch gepfiffen, aber nicht sowas. Nein. Kommt jetzt die Flanke rein, die Gelegenheit. Boah, ich hab gedacht, ich krieg den da irgendwie noch reingedrückt. Hab's halt. Was? Ecke? Wofür hat er mir eine Ecke gegeben jetzt? Diese Chance. Jetzt die Ecke. Ja, das war nicht das 1-0. Lukas. Aber warum gibt's da die Ecke in dem Moment? Okay, wenn er mir sagt, war Ecke, dann war es halt Ecke. Aber ich, gefühlt war es für mich keine. Im letzten Spiel gegen Duisburg haben wir eine dann quasi mal genutzt. Mal wieder eine genutzt. Ich glaube, so viel haben wir noch gar nicht. Zwei, drei. Und jetzt gibt's den Elfer. Pieper. Unnötig, aber es ist halt. Ja, es ist die richtige Entscheidung. Und ich hoffe nicht, dass er mir rot geht, weil das wäre die zweite rote Karte für ihn in seiner Karriere. Nein, es gibt Elfmeter. Ja, leider ja. So, Elfmeter für die Bayern. Sigrist gegen Kern. Vorbei. Und so viel haben wir noch gar nicht gekriegt als Elfmeter. Ich glaube, ein bisher. Das kann er besser, viel besser. Vielleicht hat ihn auch der Torhüter irritiert. Super Aktion. Das ist die Ball. Ja, wie gesagt, ich werde den wahrscheinlich abgeben, den Keeper. Mal gucken, wie viel. Ich hab einen Ersatzspieler haben wir ja schon gekauft, einen Verteidiger. LS kommt von Hannover 96. Es steht 0:0, beide mit sehr, sehr wenig. Das muss man so deutlich sagen. Den haben wir ja schon per Vorvertrag aus bei 96 rausgeholt. Das ist alles andere als ein Fußballspektakel. Ja, das ist nicht gut. Kann er was draus machen? Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Na, wenn nicht das rochelt. Welzmüller jetzt. Oh ja, jetzt haben wir. Pause. 0:0. 0:0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Na, so ein, zwei Chancen hatten wir, glaube ich, am Anfang. Benitez, der eine hatte und. Lukas, der den Eckball da vorbeisetzt und St. Pauli führt übrigens gegen Haching 1:0. Das ist der
aktuelle Zwischenstand. Mit Anstoß Schalke gehen wir jetzt rein in den zweiten Spielabschnitt. Ah, schade. Schneller. Jedenfalls neu bei der ist doch Hoffmann gewechselt, genau. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ja, Grün, der. Weiter diese Saison entschieden, aber sie machen das hier sehr überzeugend. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Ja, ich spiele, wie gesagt, komplett mit der B11 hier. Ne? Ich habe einmal komplett durchgewechselt, die Mannschaft. Weil es halt auch das letzte Spiel Saisonspiel ist. Und es ist eh unentschieden. Pieper, der schon in der ersten Hälfte verursacht. Der sollte aber natürlich solche Grätschen unterlassen. So schlechte Möglichkeit gewesen. So, und jetzt ist Joe, der ist schnell. Da ist die Chance. Joe! 1-0 für die Gäste. Wieder ein Konter. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Da war nichts zu halten, Hoffmann, den kann er nicht machen. Kurz zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Tong Yon Jo, erstes Saisontor. Die Schalker damit vorne. Zumindest mal eine Führung jetzt nach 57 Minuten. Einwurf und jetzt. Das gibt einfach für die Münchner, ja. So richtig so. Einmal beim Training mit dabei sein, das können Sie bei uns natürlich. Alle Termine gibt es auf der Geschäftsstelle. Das Training der Profi. Macht er gut. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Gute Chance für eine Flanke. Und jetzt Sieg. Jetzt der Schuss. Nein. Kommt er nicht richtig hinter den Ball, dann ist er leicht abzuwehren. Ja, Mama, das war nicht schlecht gemacht. Er hat die Situation gehabt und den kriegt er dann nicht nochmal drüber. Aber die nächste Chance für uns. 61. Spielminute, wenige Minuten, gute halbe Stunde. Letzte halbe Stunde der Saison. Dann wären wir mit 103 Punkten sehr, sehr souverän Meister. Drei Niederlagen, ein Unentschieden in St. Pauli haben wir geholt. Da war es 0-0 im Hinspiel damals. Aber auch das Ding hier ist noch nicht sicher. Abseits, Abseits für mich. Nö. War kein Abseits. Das hat der Schiedsrichter zumindest nicht. Gefühlt war es für mich Abseits, weil der ein bisschen weit vorne schon. Aber egal. Siegres, ja. Die Bayern haben den Elfmeter verschossen noch am Anfang. Also. Ach Mann, der war nicht gut. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Da Jaku. Oh, das ist gefährlich. Lukas, der. Und jetzt die Chance. Das sah gut aus. Der das Ding fast noch heiß macht nochmal. So, die Bayern bleiben dran. Ja. Guter Ball, guter Ballgewinn. Bastoan. Mamba. 2-0. 74. Minute. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Stridi Mamba, der das Tor dann am Ende macht. Und die Jungs mit dem Ruderjubel. Wenn du dich als Torwart gleich zwei Leuten gegenüber siehst, was willst du denn da machen? Ja. Aber gut gemacht von Bastoan, der den Ball dann noch überlegt. Einfach auf die absolute hundertprozentige Nummer sicher geht. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie so, eigentlich sein. So, das Trainieren mal 16. Saisontor mittlerweile, wie ihn auch schon. Der ja am Anfang der Saison als Linksaußen, oder der erste Halbserie als Linksaußen gespielt hat. Dann zwischendurch mal als Stürmer. Also der ist ja nicht so, dass ich keine Möglichkeiten habe. Happy. Wieder nichts. Da kommen sie mal noch nicht raus. Und da ist der Ball wieder weg. Na, Bosejour, der den aber nicht klären kann.
Die Bayern wollen natürlich Druck machen und jetzt hat er mal. Er spielt gut und heute. Boss, so an der das gerochen, hat diesen Querpass der Bayern gerochen. Weg ist der Ball. Joe, Torschütze zum 1-0. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. 7 Minütchen noch, dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Dann sind wir durch. Und dann steht das große, große Finale nochmal an. Ja, schön. Und hier sehen wir jetzt den Wechsel. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Na, die Bayern wollen natürlich nochmal irgendwie das Ding noch so ein bisschen. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Für die ja. Ne, für uns sogar, okay. Gefühlt war es nämlich für sie, aber ist ja auch egal. Benitez. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Ha! Und das war ein langes Bein, das auch sehr, sehr wichtig war, weil Mamba dahinter war. Aber das ist letztendlich ist es dann auch egal. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste haben heute also gewonnen. Und Bastian klärt das Ding nochmal. Und dann ist hier durch 0-2. Und dann liegen die Bayern. Der Meister. Und dann war's das. Wir sind durch mit der Saison. Die Liga ist beendet. 38 Spieltag durch. Nochmal 3 Punkte. Und dann arbeiten wir mit 103 Super, Punkten durch. Das Team hat den Sieg eingefahren. Da kann man sich schon mal freuen. So. Ja, 2 Konter, die wir uns wieder mal gesetzt haben. Genauso wie im Hinspiel gewinnen wir diesmal auch. Er pfeift an. Durchgang 1 läuft. So, wie genauso wie im Hinspiel das gleiche Ergebnis auch im Rückspiel. Den Elfmeter, den die Bayern verschossen haben. So, St. Pauli und 2-1. Ich habe jetzt nicht geguckt. Der St. Pauli ist auf jeden Fall vorne. Weil die haben, glaube ich, das Spiel gewonnen. Ich weiß nicht, wie die Tordifferenzen aussehen. Ich glaube, St. Pauli dürfte es eigentlich als meist als, die, danke, als Sie für ein durchgeschafft haben. Aber gut, egal. Erstmal ins Interview kurz nach dem Spiel. Nö, überhaupt nicht. Ja, und durchaus haben sie gut gespielt, das muss man ihm auch mal lassen. Also sie hatten ein paar Situationen dabei. Wir haben halt nur zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore einfach gemacht und das war der Unterschied. Die nächste Aufgabe heißt Pokalfinale, ne? Danke für diese kurzen Aussagen. Ja. So. Ja, und das ist der große FC Bayern als Pokalgegner. So, wir haben 1,6 Millionen für die dritte Liga, okay. Na gut. So, die Amateure des FC Bayern hatten wir jetzt gerade. Jetzt geht's gegen die Profis und das heißt Pokalfinale. Da müssen wir natürlich da sein. Ich weiß nicht, wie die Situation aussieht, wenn wir das Ding verlieren würden, aber dann nächste und tatsächlich noch national spielen. Aber wir nehmen es, wie es kommt. Wenn wir verlieren, verlieren wir halt. Ist halt so. So, Kubilanski hat das Ding geholt. Das ist klar. So, es dauert einen Moment, bis wir hier wieder durch sind. Der will jetzt fast jeden Tag turnieren. Oder jeden zweiten. Sieh mal. So. Felix Platte und Schredi Mamba, ja. Die haben beide ihre Tore gemacht. Kimmich. Wenn Kimmich heute noch nicht trifft, dann haben wir, glaube ich, sogar noch den besten Torschützen des Turniers dastehen. So. Gut. Dann beende ich mal die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's mit dem Pokalfinale weiter.